Wir brauchen auch eine Fähigkeit. Wir, die später eine der Aufklärung waren, konnten uns das Vorbild, eine späte Klarheit, wenn keine Ahnung mehr da, wie sieht die Lage aus, was können wir über Akteure und Informationen machen. Okay, also jetzt wird hier ausgespielt. Richtig. Blöd ist, dass die Leute noch nicht alle hier reingegangen sind. Egal, kannst du ja sagen, so oder so, wird das vielleicht schneiden. Ja, wir schnitzen hier rein. Kameramann muss man aufpassen. Nachdem wir jetzt die Lage haben, wird jetzt zugeführt das Gerät der Kampfbataillon. Vorfahren jetzt die Schwerwaffen des Schwerstbataillons. Beginnen mit dem neuesten Gerät, was wir haben, der SLG-70 mit dem SPZ-Huma. Schon wahnsinnig aus. Als nächstes haben wir den SLT 56 Tonnen, den Leopard 2A6. Ganz kurz, wohin unterscheiden die sich? Die Waffe kommt dazu. Der letzte, der reinkommt, der SLT 50 Tonnen mit dem GDK 2A6. Die Schwerlast Transportfahrzeuge erscheint riesig. Zum einen, wir haben hier ein geschütztes Fahrzeug, der SLT-70, wo das Fahrerhaus zur Besatzung geschützt wird, während beide anderen Fahrzeuge noch ungeschützte Zugmaschinen haben. Und die Tonnage einzeln auch hier unterschiedlich. Wie viele Männer haben wir jetzt hier auf dem Platz? Wir haben pro Geldzug und ein Begleitfahrzeug. Plus die Besatzung des Fahrzeugs. Sprich, auf den Suchmaschinen zwei Mann und in den Begleitfahrzeugen auch mindestens zwei Mann jeweils. Was passiert jetzt? Da wirst du ein bisschen bewegt. Genau, nachdem wir das große Gerät eingefahren haben, dann werden wir natürlich abwarten, damit wir auch kämpfen. Okay, dann haben wir ergänzende Räder gehört. Ein bisschen mehr üben. Nein, normale Geräusche bei Trommelbremsen. Und das ist Technik. Ja, wir lassen die Kurve noch sprechen zu den Maschinen. SLT-70 mit dem großen Schwerpunkt. Gesamttonnage maximal 120 Kilo, die sich da bewegen können. Wow. Das ist was. Wir haben den Vierachsen-Auflieger SLT-50. Auf dieser Auflieger kann mit der neuen Maschine transportiert werden. Und wir haben hier eine neue Zugmaschine, die sehr modular in ihren Aufliegerfähigkeiten ist. Jetzt mal für mich, ist das so der normale Abstecher? Ja, wir unterscheiden ja. Einmal Zuführung vom Großgerät, das kann sein, oder Radezug, das kann Zivilertransport sein, kann Eisenbahn sein oder Schiffverkehr, je nachdem, wohin müssen, notfalls auch per Flugzeug. Wir haben alle Möglichkeiten der Logistik, die wir nutzen. Wenn wir natürlich in unseren Kampfbereich reinkommen, der Brigade, der Division, dann geht es natürlich militärisch weiter, weil die Bedrohungslage natürlich eine ganz andere ist, als wenn wir im Bereich der zivilen Ruhelage unternehmen wollen. Gibt es hier Zeitvorgaben, wie schnell das gehen muss? Also wir haben jetzt schon eine sehr optimale Zeit, die wir jetzt hier einrichten. Es ist natürlich immer eine Frage, wie sieht die aktuelle Bedrohungslage aus? Dazu muss ich absichern. Wie viel Personal habe ich denn zusätzlich, was mir beigestellt wird? Das, was Sie jetzt sehen, ist die optimale Besetzung, so wie es normal in Staat nicht auch sein sollte. Ja, ich fahre entsprechend die Fahrzeuge runter. Ja, auf der linken Seite da ist der SPZ-Huma, das neueste Gerät der Grenadiere. Das Grenadierwaller ist der Brigade. Auf der rechten Seite vorne der Hochtransportpanzer vom Jägerbataillon der Brigade und im hinteren Sektor der Leopard des Panzerbataillons der Brigade, welcher entsprechend jetzt abgeladen wird und in ihren Bereicherräume verlegen. Jetzt ist es aufhängig. Ich wollte nicht gerade sagen, das passiert alles ganz leise.
Wo ist die Lautstärke? Und da kommt er. Da ist die Lautstärke. Ja, aber ich noch schießen. Ja, das muss ich auch. Da wo man Probe, weißt du? Da Leo wir wissen, dass es ein echter Panzer ist. Da braucht man richtig Leistung. Und da geht der Boss nicht vergessen, 36 Tonnen. Auch das ist normale Welle zu uns. Hier, die Sie da sehen. Was heißt denn für Sie Leistung? Motor, Hubraum und dann kommt Leistung und PS. Und wie viel PS? Von wie viel sprechen wir da? Ja, wenn wir reden, beim Leopard A2, den ist von 1100 Kilowatt, also wir haben einen kleinen 1,6er Motor bis hoch, den großen V8 Motor, auch das Gebäude beim Leopard. Aber die technischen Daten, die können Sie ja gerne in der statischen Fahrzeug für Fahrzeug schon sich anschauen. Lassen Sie sich hier inspirieren von den Bildern. Ja, interessant auch hier, ne? Wir haben 9 hydraulische Rampen, die auffahren. Hier ist noch beim 50er richtige Männerarbeit gefragt, da muss man Hutis haben, um das entsprechend hochzurüsten. Wir haben auch Frauen. Also, Heereslogistik ist nicht Männersache, das ist weiblich und männlich in allen Positionen, so wie es sein soll in Zukunft. Okay, und wie lange brauche ich zum Beispiel, um so einen Führerschein zu machen? Für so ein Gerät? Ja, schauen wir uns die Ausbildung an, mit Fahrerführer, kurz militärischen Anteil auch noch zu kommen. Das ist Transporteur, das, was Sie jetzt hier auf der Autobahn sehen, das können unsere und noch mehr. Ja, wie gesagt, die SLT-Gruppe verlässt den Bereich. Wir haben abgelagert. Genau, wir haben abgelagert und warten auf den nächsten Auftrag. Okay, was passiert jetzt? Ja, hier ist einmal der Kumpanichen, der Umschlaggerät, die Aufbau, die Abkürzung des Tier. Und das alte Feldumschlaggerät Steinbock. Beides Elemente, die wir in der Versorgungsgruppe hier haben, um Versorgungsgüter umzuschlagen. Versorgungsgüter umzuschlagen, das ist das Stichwort. Da kommen Sie. Was sind das denn für Versorgungsdinge, die Sie da mitbringen? Ja, wenn wir anschauen, das erste große Fahrzeug, der Iveco, mit dem Tank drauf, das heißt, der jetzt Kraftstoff. Natürlich, bei so vielen Geräten, da braucht man das ja auch Benzin. Diesen. In dem Fall. Der große Motor, der Leistung bringt, braucht Kraftstoff. Ja, weiterhin hier vorne der Eagle 4, wo entsprechende Anforderungen geschaffen, dieses Material durchläuft, SAP und alles online. Und weiterhin im vorderen Sektor beim Leopard, da entsprechende Munitionswert, das heißt der Leopard, wenn es ein Munitionsding. Weiterhin der Gegner braucht es. Manchmal ist es ja auch schrecklich, dass es nicht laut ist. Naja, genau das ist es. Ja, das Pferd ist weiter aufgemacht. Wir werden die Paletten jetzt sofort abladen. Und da sehen Sie auch den Manikin, der entsprechend auch schon den Kraftstoff zum Genika-Box gegeben, sodass er entsprechend auch betankt werden kann. Und die Garde für sich auch stark, für den Besitz auch auf dem Dach ihrer eigenen Waffenstation zum Selbstversicherung. Was heißt das? Das heißt, ich muss nicht aussteigen, um zu kämpfen, meine Waffen, sondern ich habe meine auf dem Dach drauf und kann entsprechend auch Feinde bekämpfen, die mich selber angreifen. Okay, und erklären Sie nochmal, warum das modernste ist. Das modernste daher, wir reden hier von MAN Rheinmetall Military Vehicle, von dem Multi ungeschützt, den Sie hinten sehen. Also die nächste Generation dessen. Wir haben hier die Lage, auch wieder abzusetzen, aber nicht nur einfach nur Flats, sondern alles am Mann. Und damit haben wir viel Zeit sparen, Personal, aber auch zusätzliches Material. Und das ist schon was Besonderes. Und der Schutz der Besatzung. Das darf man nicht vergessen heutzutage. Ihr habt hier den Bumsen-Alarm und hier sind wir da ganz vorne. Und da brauchen wir Schutz für unsere Daten. Und das ist damit gewährleistet. Und viele Besatzung ist damit gewährleistet. Ja, weil die Container werden jetzt abgesetzt.
Wird er jetzt wirklich getankt? Ja, man muss natürlich ein bisschen Gefahrenforschung beachten. Nein. Aber zum Vorführen wird auch mal. Wir müssen uns auf jeden Fall keine Sorgen machen. Es passiert nichts, was nicht passieren darf. Wir passieren nichts, was nicht passieren darf. Wie lange haben Sie für das alles geübt? Ehrlich. 3,5 Tage. Schneiden kann durch Minenfelder, dass wir anschließend sicher treffen können. Wir geben 98% Sicherheit, Minensicherheit, dass wir durchkommen. Das ist okay, der hat in Amerika Transportpanzer-Fuchs, die Minenausstattung so und hinten rechts oder der Spieler Pionierer zur Aufklärung, ob wir entsprechende Minen hinterlegt haben. Oder gegebenenfalls selber auch welche auslegen. Um zu erkunden auch, wie sieht die Beschaffenheit aus. Was wir nicht haben, ist Gewässer. Das machen wir statisch. Das heißt, da erkundet ihr, wo können wir über das Gewässer rüber, wo nicht. All das auch dann wieder machen. Das Fachberater in mir. Und die Instandsetzung, da sind wir. Jetzt geht es in der Herrenflug, jetzt geht es weiter. Hier ganz vorne links, vorgefahren, der Gefechtsstand, der Instandsetzung ist tot. Dahinter das Instandsatzkommando, was entsprechende Schraubertätigkeiten durchführt, sowie im hinteren Sektor der Fahrzeugfahrtmittel mit einer maximalen Leistung von 20 Tonnen Hebegewicht, sowie zentralisiert das schwerste Abschubgerät, was wir haben, die Bergepanzer 3. Ganz interessant hier links beim Keiler sind wir heute multinational besetzt. Das heißt, wir haben physische Kameraden, nur so eine Spitze. Beim Auftrag, den wir jetzt haben. Ist das denn jedes Mal genau die Phase, wie sie abläuft? Also das, was wir bis jetzt hier alles gesehen haben. Phase für Phase für Phase. In der Regel haben wir das so. Weil erst wenn was arbeitet, geht auch was kaputt. Das heißt, Instandsetzung, erst dann kriege ich dann wirklich was auf kaputt gegangen. Oder wenn natürlich normale Fristen arbeiten, dann kann ich den Effekt über der Werkstatt, wie wir das natürlich auch machen. Ja, der Pionierpanzer DAX ist leider mit einem Getriebeschaden ausgefallen, sodass wir jetzt entsprechend diesen abschieben müssen. Dafür entspricht jetzt der Bergpanzer. Richtig. Vorne angebracht die Bergkupplung, um ihn aus dem Gefahrenbereich direkt rauszuziehen, ohne echt auszuschalten. Bergen in der Regel selber die Verbände, das heißt in der Lage selber Bergen aus dem Fahrbereich zu machen und dann zu schauen, wie man das auch wie bei einem Auto tun. Wie müsste man die Bergen schauen? Anzeige ist das Ziel. Ja, das ist schon gut. Ja, das kommt ja drauf an. Wir haben auch
Und wir können komplett durchtauschen. Das heißt, dann lassen Sie sich das Motorrad, die alles an, können wir komplett durchtauschen. Ich brauche so eine Viertelstunde, dann können wir das schaffen, das vorbereiten. Das ist super. Oder ich habe halt größere Schäden, wo Sie halt gucken müssen, wo man meine Optik helfen kann. Aber wir haben entsprechend die Brigade hier vorgefahren für Unterstützung der Division, die Artillerie. Dann einmal auf der linken Seite.